Heute begrüße ich euch zu diesem Replay von World of Tanks mit dem Jagdpanzer, dem 7er Jagdpanzer der Deutschen. Das ist so was man ja doch hier eher seltener sieht. Also sonst sieht man den Jagdpanzer 2, den Ferdinand, den Jagdtiger oder sonstiges. Aber der 7er, der ist dann doch etwas seltener. Dementsprechend ist es mal schön, den auch zeigen zu können. Der Machine 14 hat das Ganze eingesandt und natürlich ist das ja eine absolut tolle Karte für einen TD und man sieht auch schon ein paar Kringel ums Rohr. Der weiß, was er mit dem Panzer macht und für einen 7er wird er hier auch ordentlich Damage zeigen und er wird auch ordentlich Kills zeigen. Also gönnt euch die knapp 9 Minuten, die sind jede Sekunde wert, würde ich mal so prophetisch spoilern. Auf jeden Fall ist es schon mal direkt schön zu sehen, dass er hier, obwohl er einen Jagdpanzer hat, nicht direkt auf die 1er-2er-Linie sich stellt, sondern dass er einen anderen Weg wählt. Und scheinbar will er den Hügel erobern und von da dann in die Mitte schießen. Zumindest ist das der Plan, schätze ich einfach mal. Und jetzt schauen wir mal da, der T1 Heavy, das erste Ziel und der erste Hit. Von 23 Schüssen, die er abgeben wird, macht er übrigens 22 Treffer. Also treffen kann er, der junge Mann. Und hier haben wir schon auch den ersten Kill gesehen. T1 Heavy gar keine Chance gehabt, hat sich hier schön hingestellt und konnte hier durchholzen. Das Abgas kommt aus dem Auspuffen hinten raus. Und er nimmt jetzt den Hügel für sich ein. Die Mitte wird gut gespottet, das heißt, er dürfte hier eigentlich schön wirken. Nur aufpassen muss er, dass nicht auf einmal jemand vom Hügel oben auf ihn runterdrückt. Das kann dann durchaus mal passieren und das ist was, das will man dann eben doch nicht haben. Der Panzer 4H... Der erste saß gut, aber danach lässt er sich schnell nach unten droppen. Dass er nicht noch den nächsten da bekommt. Aber das ist eine sehr schöne Position, die er hier einnimmt. Weil er da in der Mitte immer auf das Gespottete schießen kann. Und der Gegner muss weit nach unten fahren, um ihn hier zu bekommen. Man kann eben auch jetzt, wie er es macht, noch ein Stück weiter hochfahren, ohne dass er hier großartig Probleme bekommen sollte. T-34-85, der lurcht hier mal schnell rüber, aber da ist er jetzt offen. Das ist genau die Situation, die will er nicht haben, dass er hier aus der Mitte beschossen werden könnte. Aber der Gegner hat sich da scheinbar in der Mitte so weit zurückgezogen, dass hier erst gar keine Schüsse hochgekommen sind. Der K-85 kann sein, dass er es jetzt sogar probieren will, weil hier auch seine Mitte da langsam fällt. Der OI ist der Letzte mit seinen jämmerlichen 10 Hitpoints und danach trennt den Gegner hier nichts mehr von ihm. Und wir sehen da schon, da guckt der Gegner, aber der supportet hier dann natürlich die Mitte. Direkt noch den nächsten raus Richtung KV-85. Der UI wurde jetzt zerstört von eben diesem, aber ich denke mal, er macht den jetzt weg. Und genauso ist es. Und da jetzt der KV-1 und noch einen VK. KV-1 direkt der Treffer weggemacht. Und der VK, auch der schaut mal hoch. Wir haben 3 Kills auf der Uhr, wie man sieht. Und vielleicht schickt sich hier der 4. an. Und so ist es auch. Sehr schön, direkt den 4. weggemacht. Also bisher läuft es da ideal. Auch wenn sein Team mit 5-7 hinten liegt. Und er von sozusagen fast allen Teamkills oder alle Kills, die sein Team gemacht haben, hat er gemacht. Also Fleiß kann man ihn hier auf jeden Fall attestieren. E25 hier oben. Der KV-1S, der bekommt es ordentlich. Der T-34-85 wollte unbedingt noch einen rausbratzen. Dementsprechend konnte er auf den noch einen setzen. So, jetzt hat er nochmal einen gemacht, aber kann hier nicht mehr wirken. Und der E-25 hat jetzt hier kein Problem, denn sein Team kommt aus der Mitte nicht wirklich auf ihn drauf. Das heißt, er ist jetzt hier so gesehen ziemlich alleine.
So, da jetzt in der Mitte der T71. Das wäre ein wichtiger Kill und genau den macht er auch. Die Lights müssen einfach raus. Koste was wolle. E25, der probiert es jetzt auch. Der kommt jetzt, der T3485, er bleibt jetzt aber erstmal auf dem E25 drauf, denn der ist ehrlicherweise das schlimmere Ziel. So, der T3485 hat da noch einen Treffer landen können, aber jetzt hat er da keine Chance mehr, hat er ausgesorgt. Und 9 zu 10, also er hält sein Team hier definitiv im Spiel, hat schon 3800 Schaden gemacht, also bekommt auch von seinem Team auch das GG schon mal pro forma, denn mittlerweile 7 Kills. Also noch eine weitere zur Radley Walters, die er da braucht. Er bleibt jetzt hier auf der Mitte drauf. Er will natürlich hier die Captain. Aber da kriegt er keinen auf. 11 zu 11, also die Runde mittlerweile wieder ausgeglichen. So, und jetzt da der G1 und da war der erste Treffer, der nicht gesessen hat und logischerweise auch keinen Schaden gemacht hat. So, jetzt hat er da getroffen. Hat noch 2 normale Granaten am Start, danach heißt Premium. Der 8. Kill bleibt hier verwehrt erstmal, Radley Walters. Theoretisch ist auch noch die Pool drin, aber da müssen halt alle 3 Kills auch zu seinem Konto wandern. Der Jagdpanzer hier jetzt, da kann er jetzt erstmal ein paar Decap-Points sich sichern. Und jetzt den nächsten Treffer, den muss er machen für den Killshot, um die Radley Walters mal zumindest zu sichern. Und da hat er die Radley Walters mal eingeheimst. Jetzt hat der Gegner aber noch so namhafte Panzer wie den KV-2 und den Tiger-1 am Start. Das ist jetzt auch mal nicht so einfach Fallobst. Gerade so ein KV-2 ist durchaus sehr, sehr unangenehm, aber auch der Tiger-1. Also das Thema ist ja noch nicht safe. Deswegen wird er sich erstmal scheinbar auf den Hügel stellen, lässt er den T25 cappen und will den von da oben dann unterstützen. Im Chat kommt auch schon Jagdpanther 10 Kill. Ja, theoretisch möglich, aber faktisch schwer, weil normalerweise das Team auf sowas nicht achtet, sondern einfach schnell, schnell Schaden machen will. Egal, wer da was anderes macht. So, KV2 schaut er jetzt Richtung Cap und genau wie ich es gesagt habe, passiert jetzt das. Er geht jetzt da auf den KV und macht ihn da jetzt weg. Sehr schön den T25 supportet und jetzt geht es darum, jetzt geht es um die Wurst. Macht er den letzten Kill, holt er sich dann die Pool oder geht er baden mit nur in Anführungszeichen 9 Kills. Der T3485M ist schon gehypt. Der will hier alles angucken und wir sehen, der Cap ist da unterbrochen. Das heißt, der andere ist schon da. Wir sehen ihn nur noch nicht. Sein Fernrohr macht nichts auf. Jetzt dürfte es aber gleich soweit sein. Da ist der Tiger 1, low HP, schnell den Schuss und der 10. Kill und die Pool ist da. 5438 Schaden mit 1532 Basis-XP. Und jetzt kann ich so sagen, von 22 Schüssen, die er getroffen hat, sind auch 22 durchgegangen. Sehr, sehr nette Quote, kann ich da nur sagen. Vielen lieben Dank an The Machine fürs Einschicken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Alcaramba.